Die heftigsten Transferflops in der Geschichte der NBA. Ja, damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge hier bei Halfcourt, dem Basketballmagazin von Spontan. Und die Free Agency in der aktuellen NBA Offseason ist im vollen Gange. Es sind unfassbare Trades bereits über die Bühne gegangen. Und da dachte ich mir, bei den krassen Summen, die da zum Teil bezahlt werden, sprechen wir doch mal über die größten Transferflops of all time. Ich habe euch hier ein paar rausgesucht. Es gibt natürlich noch viele weitere, aber das muss ja auch nicht die letzte Folge in diesem Format gewesen sein. Wir springen ins Jahr 2001, genau gesagt zum 1. Februar 2001, als die Memphis Grizzlies sich dachten, boah, ist doch mal vielleicht eine ganz gute Idee, Pau Gasol wegzutraden. Vor allem, wenn wir dafür Kwame Brown, Jarvis Crittenden und McKee bekommen. Und wir kriegen auch noch Marc Gasol, ja, den jüngeren Bruder von Pau, beziehungsweise die Draftrechte für Marc Gasol. Und ja, dann haben wir doch drei geile Spieler plus Marc Gasol. Das ist eigentlich Pau Gasol 1:1. Vielleicht sogar noch besser. Hammer Deal. Ja, die Lakers sehen richtig schlecht aus. Nein, Pustekuchen, die Lakers haben damit eigentlich mit einem ihrer heftigsten Deals, wobei zum heftigsten Deal, da kommen wir noch. Die Lakers, die tauchen hier gleich nochmal auf. Sorry, wenn ich mich hier in Rage rede, aber was haben die Memphis Grizzlies sich damals dabei gedacht, zumal? Ja, man könnte jetzt sagen, okay, Pau Gasol, ja, vielleicht war er damals noch nicht ready. Er war damals schon All-Star. Er hat über 5 Jahre bei den Grizzlies knapp 20 Punkte im Schnitt aufgelegt, an die 9 Rebounds. Wieso schenkt man sowas her? Wieso tradet man sowas weg? Ich verstehe es nicht. Und das müsst ihr mir mal in den Kommentaren beantworten. Wieso Teams sich dazu entscheiden, Spielermaterial oder Spieler, die gerade aktuell, also jetzt in dem Moment, überragend sind, Superstars sind, die geben sie weg, weil sie auf die Zukunft setzen, weil sie einen Umbruch einleiten. Aber ich finde, als Franchise musst du doch dann mit dem Gedanken rangehen, okay, wir traden diesen Spieler nur weg, wenn wir uns vorstellen können, dass wir mal in 2-3 Jahren etwas Besseres haben. Damit meine ich nicht unbedingt einen besseren Spieler, aber ein Konstrukt, was eben besser ist, als Pau Gasol in den eigenen Reihen zu haben. So musst du doch als Franchise bei einem solchen Deal denken. Das ist, muss doch die Denkweise sein. Und das ist jetzt nicht nur Pau Gasol, da gibt es etliche Beispiele. Und das frage ich mich jedes Mal, wenn Teams, ja, Superstars wegtraden für irgendwelche Draftpicks. Ihr müsst doch dann eigentlich davon ausgehen, dass ihr mit diesen Draftpicks im Jahre 2075 ja, etwas Besseres bekommt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es auch irgendwie einfach nur das Business. Ich verstehe es nicht, aber das ist so für mich ja, eines der größten Mysterien in der NBA. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, weil ich habe keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären. Nicht falsch verstehen, ich habe viele Ansätze. Aber je länger ich drüber nachdenke, je länger ich drüber rede, desto mehr stelle ich fest, dass es eigentlich alles keinen Sinn ergibt. Der nächste Transferflop, ja, der ist eigentlich auf alle NBA-Teams damals bezogen. Und zwar reden wir über Eddie Tavares. Eddie Tavares wurde damals von den Atlanta Hawks gedraftet, an 43. Stelle, spielte dann irgendwann nochmal bei den Cleveland Cavaliers, aber es war klar, er wird in der NBA wahrscheinlich kein Land sehen. Woran das genau lag, keine Ahnung. Denn Eddie Tavares, 2,20 Meter groß, eine Wingspan von 2,36 Meter und ein absolutes Viech. Mittlerweile ist Tavares ja der beste Center in Europa. Bei Real Madrid, ja, die wurden ja auch Euroleague-Sieger. Und Tavares dominiert die Euroleague nach Belieben. Er ist in der Offense nicht zu stoppen, obwohl er gar nicht mal so ein krasses Postgame hat. Und in der Defensive kannst du ihn einfach in die Zone stellen und er blockt alles weg. Ja, also wirklich die Personifizierung eines defensiven Anker. Und wenn ich jetzt auf Spieler wie beispielsweise Rudy Gobert gucke, natürlich, ein Gobert hat wirklich über sehr, sehr lange Zeit jetzt bewiesen, dass er absolutes Top-Niveau in der NBA hat. Über seinen Vertrag lässt sich, glaube ich, streiten, zumindest über die Summe, die da bezahlt wird. Aber ich meine, bevor du einem Gobert über 200 Millionen gibst, da denke ich mir, okay, jetzt mal Real Talk. Zwischen Gobert und Tavares sind nicht Galaxien. Von mir aus ist Gobert besser als Tavares. Ja, es ist eh immer schwierig, Euroleague-Spieler mit NBA-Spielern zu vergleichen, aber weil Gobert auch einfach die Liga kennt, natürlich würde ich mich da für einen Gobert entscheiden. Keine Frage. Aber dass kein Team das Potenzial damals von Tavares erkannt hat. Und wir reden ja wirklich von einem Cheatcode auf Euroleague-Ebene. Und wir sehen es ja, ein Sascha Vezenkov jetzt zu den Sacramento Kings für gutes Geld, Micic von Anadolu jetzt zu OKC, also die europäischen Superstars oder die Euroleague-Superstars, die haben einen hohen Stellenwert und die kommen in NBA-Teams unter. Tavares ist wirklich ein Cheatcode. Er hat keinen Wurf, gut, brauchst du den mit der Größe? Nein, ja, es muss ja jetzt nicht jeder Victor Wembanyama sein. Und wenn ich mir die NBA angucke, es gibt so viele Teams, die keinen wirklichen Center haben, wo es dann auch oft heißt, ja, hätten die mal einen guten Big, hätten die mal in der Defensive einen Rim Protector. Eddie Tavares, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Wir werden wahrscheinlich nie erfahren, welche Karriere Tavares in der NBA gehabt hätte. Zur Wahrheit gehört auch, und damit habe ich eben, Grüße an Philipp, mit unserem Pressesprecher
ja, im Backstage-Bereich drüber gesprochen. Philipp meinte, gut, es kann natürlich auch sein, dass Tavares damals einfach nicht ready war, dass es auch irgendwo an ihm lag. Kann auch sicherlich so sein. Also wenn Tavares das, was er bei Real jetzt zeigt, damals schon irgendwie abgerufen hätte oder auch nur im Ansatz abgerufen hätte, hätte er sicherlich irgendwo einen Vertrag bekommen. Auf der anderen Seite, ja, das ist eben auch dann, oder das macht dann eben auch gutes Scouting aus, dass du etwas in einem Spieler siehst. Deswegen, ja, wollte ich das jetzt auch einfach mal in die Kategorie Transferflop einordnen, weil eben kein Team es geschafft hat, einen potenziellen, vielleicht sogar All-Star-Center, wer weiß, sich die Dienste eines potenziellen All-Star-Centers zu sichern. Ja, die Causa John Wall. Im Jahr 2017 unterzeichnete John Wall, damals noch bei den Washington Wizards, einen Max-Deal. 4 Jahre, 170 Millionen Dollar. Zur Saison 2020/2021 wechselte Wall zu den Houston Rockets. Ja, und beziehungsweise er wurde getradet. Und bei einem Trade ist es halt so, der neue Verein muss natürlich das Gehalt übernehmen. Und das war bei John Wall natürlich relativ hoch, bei einem Supermax von 170 Millionen Dollar. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, John Wall trug lediglich 40 Mal das Trikot für die Houston Rockets, also absolvierte insgesamt nur 40 Spiele. Und die Rockets dachten sich, ja, eigentlich haben wir jetzt doch Bock auf einen Rebuild, eigentlich wollen wir doch tanken, so einen John Wall brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Und so kam es eben zustande, dass John Wall in 2 Spielzeiten, in denen er de facto nicht für die Houston Rockets spielte, ja, deutlich über 40 Millionen Dollar verdiente. Warum? Er hatte in seinem letzten Jahr noch eine Player Option. Ja, Player Option heißt, der Spieler kann selbst entscheiden, ob er diese Player Option zieht. Wenn er sich dazu entscheidet, diese Player Option zu ziehen, ja, sind dem Verein die Hände gebunden, dann kann er ein weiteres Jahr in der Franchise zu einem festgelegten Gehalt bleiben. Und da John Wall verletzt war, beziehungsweise nicht spielte, war es natürlich klar, dass er diese Play-Option spielt, weil er nirgendwo anders so einen lukrativen Vertrag bekommen hätte. Wahrscheinlich wäre er irgendwo untergekommen, aber für ein paar Kröten dann, in Anführungsstrichen. Ja, das stimmt auch, die Causa John Wall, die ist ein bisschen größer, da sind viele Dinge noch passiert, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass die Houston Rockets da sehr, sehr großen Mist gebaut haben, ohne ihnen jetzt zu nahe zu treten. Es kann immer irgendwas passieren, mit dem man nicht rechnet. Ja, es sind auch nur Menschen, die da im Office sind, aber sie haben Mist gebaut. Ich denke, das darf man sogar auf sachlicher Ebene konstatieren. Und auch im nächsten Transferflop spielen die Washington Wizards eine Rolle, diesmal aber zu ihren Ungunsten. Und zwar geht es um die No-Trade-Klausel von Bradley Beal. Ja, Bradley Beal gehört zu einer Handvoll NBA-Spielern of all time, die tatsächlich es geschafft haben, sich eine No-Trade-Klausel einzuhandeln. Dazu muss man sagen, eine No-Trade-Klausel, wie gesagt, das hat aktuell kein NBA-Spieler, nur Bradley Beal, und auch in der Vergangenheit, das hatten wirklich nur eine Handvoll NBA-Spieler. Und das waren dann wirklich die absoluten Goats. Nicht mal Michael Jordan hatte eine No-Trade-Klausel. Wobei Michael Jordan, wusstet ihr das? Der hatte eine Klausel, dass er, jetzt haltet euch fest, in seiner Freizeit Basketball spielen darf. Ja, Jordan, ich weiß gar nicht, ob es darum ging, dass er auch mal irgendwie auf Freiplätze irgendwie geht und da zockt. Ich glaube, es ging eher so um Freundschaftsspiele. Ja, ich meine, in der Regel dürfen NBA-Spieler das nicht oder auch nur so zu bestimmten Konditionen. Also sie dürfen sich natürlich fit halten und in Gruppen Basketball spielen. Ich glaube, das ist auch schwierig zu verbieten, aber viele haben irgendwie eine Klausel, dass sie, oder zumindest brauchte Jordan dafür irgendwie eine Klausel, dass er da, ja, Basketball spielen darf, wann er Bock hat. Und die hat er sich reinschreiben lassen. Aber selbst Jordan hatte keine No-Trade-Klausel. Übrigens, für diese No-Trade-Klausel musst du mindestens 8 Jahre in der NBA gespielt haben, plus musst mindestens vier Jahre bei einer Franchise gewesen sein. Und im Endeffekt, um die No-Trade-Klausel nochmal genauer zu beschreiben, heißt das, dass der Spieler selbst ein Veto gegen einen Trade einlegen darf. Ja, es ist ja nämlich so, das wisst ihr wahrscheinlich, die Spieler haben eigentlich keinen Einfluss auf die Trades. Also wenn die Franchise sagt, ey, wir traden dich jetzt da und dahin, kann der Spieler nichts machen. Ihm sind die Hände gebunden. Deswegen entstehen auch so Stories wie beispielsweise jetzt bei Marcus Smart, der 9 Jahre bei den Boston Celtics war und ja, der hat es nicht mal mitbekommen, dass er getradet wurde. Er wird es vielleicht schon irgendwie geahnt haben. Ja, ich meine, die Spieler bekommen ja schon auch ein bisschen mit. Aber er war gerade am Schlafen, als dieser Trade über die Bühne ging. Oder Harrison Barnes, wisst ihr es noch? Er hat damals während des Spiels erfahren, auf dem Anzeigewürfel hat er das erfahren, dass er getradet wird. Also die Spieler wissen manchmal von nichts. Und bei dieser No-Trade-Klausel ist es eben so, dass der Spieler ja ein Veto gegen Trades einlegen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Bradley Beal war also am längeren Hebel und die Washington Wizards mussten sich nach Bradley Beal richten und somit konnte ja Bradley Beal jetzt bei den Phoenix Suns unterschreiben. Anthony Bennett, ja, ihr erinnert euch sicherlich noch an Anthony Bennett, dem vermutlich größten Number One Pick Flop of all time. Ja, im Jahr 2013 entschieden sich die Cleveland Cavaliers, Anthony Bennett an erster Stelle zu draften. Man muss dazu sagen, der 2013er Draft-Jahrgang war extrem schwach in der Spitze. Kleiner Fun-Fact, Giannis Antetokounmpo war auch in diesem Draft. Also er war nur in Anführungsstrichen schwach,
Aber damals wusste man ja noch nicht, wie sich ein Giannis Antetokounmpo mal entwickeln wird. Aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Also die Top-Picks waren dann Alex Len, Victor Oladipo, Otto Porter Jr. Also das waren so die Highest Prospects. Es ist schon sehr weird, was die Cleveland Cavaliers sich damals irgendwie gedacht haben mit Anthony Bennett. Aber ich finde, das nimmt sie zumindest so ein bisschen in Schutz, dass der Draft-Jahrgang eh nicht so stark war. Dazu muss man aber auch sagen, es gab schon einige Experten, die den Cavaliers von Anthony Bennett abgeraten haben, zumindest gesagt haben, okay, der hat kein Superstar-Potenzial. Der war an einer kleinen Uni unterwegs, hat da gute Zahlen aufgelegt, aber ein Superstar, Und auch in den Mock-Drafts, ich habe mir die Mock-Drafts aus dem Jahr 2013 nochmal angeguckt, also ein Mock-Draft, da wird quasi prophezeit, wer erster Pick ist, zweiter Pick ist, etc. Das Ganze ist dann ja von irgendwelchen Experten zusammengefasst und da war Anthony Bennett auch immer nur im Best-Case auf Rang 5 gelistet, meistens eher sogar an 6 oder 7. Es ist ja eigentlich legitim, wenn die Franchise sich sagt, okay, wir wollen diesen Spieler, wir sind überzeugt von diesem Spieler und wir glauben, dass er gut in unser System reinpasst, dann sollen sie ihn meinetwegen an 1 draften. Warum denn nicht? Kann ja auch gut gehen. Bei dem, was Anthony Bennett an Zahlen aufgelegt hat in der NBA, war, glaube ich, schnell klar, dass das Ganze ein riesen Missverständnis ist. Er kam in seinen 4 Saisons, maximal 5 Punkte im Durchschnitt, bekam wenig Minuten und es war klar, okay. Ich meine, wenn er sich mal zu einem soliden Rollenspieler entwickelt hätte, dann könnte man ja auch sagen, okay, hat die Erwartung als Number One Pick nicht erfüllt, aber ist ein legitimer NBA-Spieler. Ja, wieso? Ey, muss ja nicht jeder First Pick sich zum Superstar entwickeln. Er ist mittlerweile, gar nicht, spielt Anthony Bennett noch Basketball? Ich kann es euch nicht beantworten. Ja, ich denke, dann ist auch alles dazu gesagt. Ja, ein Blockbuster-Trade, der für viele Experten, für viele Fans alles verändert hat, zumindest für eine Franchise aus dem Jahre 2013. Ja, und ihr wisst wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Der Trade zwischen den Brooklyn Nets und den Boston Celtics. Ich bin nach wie vor der Meinung, die Nets wurden da vielleicht sogar so ein bisschen hinters Licht geführt. Alle Male waren sie hochgradig naiv. Und zwar bekamen die Brooklyn Nets, die ehemaligen Superstars, also damals auch schon ehemalig, Kevin Garnett, Paul Pierce und Jason Terry, und mussten dafür Keith Bogans, Chris Joseph, Chris Humphries, Gerald Wallace, Mashawn Brooks und 3 First-Round-Picks aus dem Jahr 2014, 2016 und 2018 abgeben. Ja, und diese 3 First-Round-Picks haben es den Boston Celtics ermöglicht, eine neue Dynastie aufzubauen. Ohne diese 3 First-Round-Picks wären Spieler wie Jason Tatum und Jaylen Brown wahrscheinlich niemals bei den Celtics gelandet. Das, meine Damen und Herren, das ist für mich das perfekte Beispiel für eine Rebuild, weil da gibst du ja keine aktuellen Superstars ab. Wie gesagt, Kevin Garnett und Paul Pierce, die waren schon alt. Da macht es ja auch Sinn. Ja, vielleicht hätten sie noch 1-2 ganz gute Jahre in Boston gehabt, aber die Celtics wussten, okay, das bringt uns nichts mehr, wir werden mit denen keinen Titel mehr holen, kriegen ja ein bisschen Gegenwert, ja, in Form von Spielern, können also schon langsam mit dem Rebuild anfangen und kriegen dann First-Round-Picks. Und wenn wir die gut landen, dann haben wir in den nächsten Jahren Spaß. Und genauso ist es passiert, ja, es ist aufgegangen. Ja, und in dieser Folge geht der Award für den schlechtesten Deal an die Utah Jazz. Wie gesagt, es gibt viele Deals, die wirklich schlecht waren, deswegen, ja, mal schauen, werden wir vielleicht nochmal eine Folge dazu machen. Aber zumindest in dieser Folge geht der Award an die Utah Jazz. Und zwar müssen wir über das Jahr 1978 bzw. 1979 sprechen. Im Jahr 1978 gab es einen Six-Player-Trade zwischen den Utah Jazz und den LA Lakers. Ich lese euch die Spieler mal kurz vor. Die Lakers bekamen von den Jazz Sam Worthen, Freeman Williams und Kenny Carr. Und im Gegenzug bekamen die Jazz Gay Goodrich, Jack Givens und Essie Givens. Und das ist ganz lustig, in dem Artikel ist das auch so ein bisschen ironisch geschrieben, so von wegen, ich zitiere es mal, oh, and the Jazz also gave the Lakers their First-Round-Pick in the Draft 1979. Ja, und dieser First-Round-Pick, dazu muss gesagt werden, die Jazz beendeten die Saison auf dem letzten Platz und somit bekamen die Lakers den First-Pick in dem 1979er Draft und dieser Spieler war Magic Johnson, der beste Point Guard aller Zeiten. Jetzt wird die eine oder andere Person sagen, ja, okay, aber die Jazz wussten ja vielleicht nicht, dass sie Letzter werden und dass sie dann auch den ersten Pick bekommen. Thema Scouting, ja, und ich meine, das Thema Scouting war auch in den 70er und 80er Jahren schon irgendwie präsent.
du guckst doch, welche Spieler gerade auf dem College stark sind oder ja das Potenzial haben, da Greatest of All Time zu werden. Und wenn du siehst, dass da ein 2,6 Meter Point Guard am College machen kann, was er will, ein 2,6 Meter Point Guard ist selbst in der heutigen Zeit immer noch ein Novum. Und wie kannst du dann deinen First Round Pick abgeben? Wie kannst du das machen? Und ich meine, die Jazz waren sich ja, glaube ich, schon auch sicher, dass sie jetzt nicht um die Meisterschaft spielen werden. Ja, und die Lakers, ja, die haben, ey, wenn das geplant war, also wenn irgendeine Person, schreib es mal in die Kommentare, gab es da ein Interview zu, gibt es irgendeine Person aus dem Lakers Office aus dem Jahr 78, die das geahnt hat, die dachte, okay, die Jazz könnten schlecht sein, da ist Magic Johnson im Draft, oh, den holen wir uns dann. Aber es ist auch irgendwo kein Zufall, dass die Lakers irgendwie auch in der Vergangenheit so häufig in so gute Deals verwickelt waren und das spricht einfach für die Lakers als Franchise. Pau Gasol hatten wir jetzt in dieser Folge schon und so viel dazu. Das soll es erstmal gewesen sein. Schreibt mir mal eure Meinung zu diesen ganzen Flops. Ja, waren ja nicht nur Flops, waren ja auch manchmal dann für die eine, oder war da manchmal für die eine Seite ein Flop, für die andere Seite ein Riesendeal. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, falls ihr noch andere oder falls euch noch andere schlechte Deals einfallen, dann können wir uns darüber mal so ein bisschen austauschen. Feedback ist auch mal gerne gesehen, dann würde ich sagen, ach so, ja, warte, ja, bevor ich es vergesse, am kommenden Freitag könnt ihr auf Twitch, für alle diejenigen, nein, ich sag's anders, Einschaltpflicht für alle. Ja, am kommenden Freitag streamen wir mit Spontent auf Twitch 3x3, also 3 gegen 3 Basketball. Sportart, die mega im Kommen ist, Basketball auf dem halben Feld, es wird 3 gegen 3 gespielt und da finden jetzt am kommenden Wochenende die deutschen Meisterschaften in Düsseldorf statt. Wenn ihr aus der Nähe kommt, guckt es euch live an, Eintritt ist frei, wird ein mega cooles Event und das streamen wir mit Spontent, also ab Freitag sehr, sehr gerne auf Twitch einschalten, /Spontent, ja, könnt einfach Spontent auf Twitch suchen und dann werden euch die Kanäle angezeigt und dann seht ihr da auch, ja, 3x3 Basketball und könnt euch das Ganze live angucken, also Freitag bis Sonntag, also das ganze Wochenende, ja, das ganze Wochenende Basketballprogramm. Unbedingt einschalten, damit bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.